Hallo WPU, willkommen bei der Umarex Tommy Gun M1A1. Eine freundliche Leihgabe unseres Testwaffenlieferanten Kurt24, dem Mustafa. Auch von dieser Stelle her recht herzlichen Dank für diese unheimlich schnelle Anlieferung und für das Vertrauen WPU gegenüber. Ja, ich habe sie gerade bekommen. Ich habe sie ausgepackt, ich habe sie noch nicht geschossen, all die, weil sie noch ziemlich kalt war. Wir haben hier 1 Grad. Es ist schön sonnig. Vielleicht haben wir in der Sonne hier 3 Grad oder so, aber ich bin ganz schön am Schlottern. Ja, es ist immer so das Problem, mit langen Waffen zu verfilmen zu können, weil, wie schon gesagt, so mit der Hand und mit den Schatten jetzt hier in der Sonne ist immer so ein kleines Problem. Es ist hier ein Intro. Ich will es einfach mal so erstmal zeigen. Für die Leute, die WPU nicht verstehen oder nicht verstehen wollen, das ist hier immer ein Video im Zusammenhang mit dem Forum Waffenpassion United zusammen. Das ist das hier hinten. Seht ihr? Und da werden also diese Testwaffen getestet in schriftlicher Form auch. In Zusammenhang natürlich mit entsprechenden Videos. Und das hier ist der erste Teil. Ich mache immer von jeder Waffe mehrere Teile. Das ist hier ein Langzeittest. Ich werde die Waffe jetzt hier für 2 bis 3 Wochen bei mir behalten. Vielleicht werde ich sie auch kaufen. Ich muss mal schauen, wie sie so läuft. Im nächsten Video mache ich dann einen Chroni-Test. Und ja, sie hat also ein 30-Schuss-Magazin. Das kann man hier unten einhaken. Das zeige ich euch gleich ein bisschen näher. Soll auch nicht zu lange gehen. Es handelt sich hier wie bei der Winchester Cowboy Rifle von Umarex um einen Schaft, einen Plastikschaft, der laminiert ist. Sieht aber sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Also kann man von echtem Holz gar nicht unterscheiden. Der Griff ebenfalls, er lässt sich etwas verbiegen. Minimalst, aber wenn man ihn umgreift, so, dann lässt er sich minimalst verbiegen. Hier vorne haben wir das Safety. Hier rumgedreht, nach rechts rumgedreht, ist also safe. Kann man hier sehen. Sekunde. Ah, ich habe ein neues Handy, deswegen muss ich jetzt mal so ein bisschen so. Ihr seht das safe. Und links ist Fire, steht also Fire. Die Waffe ist allerdings nicht geladen, hat auch kein CO2-Kapseln drin. Dann hier vorne haben wir den Feuerwahlhebel. Das ist der hier. Der steht auf Single-Modus. Also Double-Action-Modus. Und beziehungsweise ja, Double-Action, Single-Action-Modus. Der lässt sich hier nicht bewegen. Der geht normalerweise nach vorne in Amerika auf Full-Auto. Ist hier nicht möglich. So, was haben wir noch? Ach so, hier haben wir einen Hebel. Das ist der Magazinauswerfer. Den kann man drücken. Das zeige ich euch gleich nochmal. Bisschen näher, wenn ich die Waffe hingelegt habe. Der Vorderschaft, ja, der scheint mal aus Holz zu sein. Also der hat nicht so einen hohlen Klang wie der Hinterschaft oder der Griff. Könnte ein Stück Holz sein. Ja, ist so ein bisschen auf alt getrimmt, die ganze Geschichte. Das Korn ist nicht verstellbar. Kimme ebenfalls nicht. Ist so eine Lochkimme. Ja, aber wie schon gesagt. So, jetzt muss ich das mal ein bisschen drehen. Ich hoffe, dass ich es ein bisschen so hinkriege. Wo haben wir jetzt Pause? Okay. So, dieser Auswurfhebel fürs Magazin. Wir werden momentan noch keine Freunde. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Manchmal kriege ich das Magazin nicht rein. Hier unten ist so eine Art Nutschiene. Ich hoffe, man kann es jetzt so sehen. Ja. Und da wird das Magazin also reingesteckt. So. Geht es rein. Ich hoffe mal. Oh, Kinder. Hier wird es reingesteckt. Seht ihr? Das sind so 2 Dinger. Wir haben ja Langwaffe vor der Kamera hantieren. So, und dann mit einem Schmackes arretieren. Dann ist es drin. So, jetzt muss ich mal gucken, ob die Kamera das aufnimmt. So, jetzt geht es um diesen Hebel hier. Das muss ich mal ausprobieren. Also, den kann man normalerweise jetzt hier lösen. Und dann kann man das Magazin rausnehmen. Ja, genau. So, wieder rein. Zack. Da ist schon ein bisschen was abgeblättert. So, ich hoffe, ihr habt es gesehen. Das mache ich dann im nächsten Video
bisschen besser. So, jetzt haben wir gerade mal ein bisschen Schatten. Wie schon gesagt, hier vorne haben wir die Sicherung gesichert. Zack, zack, geht nichts. Entsichert. Und jetzt, ja, ja, so ein bisschen derbe Abzug, wohl. kann man hier repetieren. Ich zeig das mal. Das hat eine Blowback-Funktion. Heißt, hier nach jedem Schuss, bei jedem Schuss geht das also nach hinten. So, und hier ist das Griffstück. Ja, wenn man hier ein bisschen drauf achtet, hier vorne, das verbiegt sich etwas. Ihr seht ja das, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Sekunde. Ja. Ja. Knarzt auch. Hört ihr? Also das war mir aufgefallen. Hinterschaft ist okay. Aber hohl. Also hört sich hohl an. Also. Und hier vorne, das ist also scheint auch Plastik zu sein. Aber hier vorne, das ist irgendwie, das scheint massives Holz zu sein. Guck mir das vor. Doch, doch. Ja, ich kämpfe so ein bisschen hier gegen meine Haselnuss an. Die wirft ihre Dinger hier ab. So, wie schon gesagt, also die Waffe, als ich sie ausgepackt habe, habe ich gedacht, holla, die ist aber ganz schön schwer. Also rein vom Aussehen her, muss ich sagen, ist das irgendwie so, sind das so für mich so ja, zwei Metallprofile mit ein bisschen Holz dran. Gut, die Waffe hat eine entsprechende Geschichte. Könnt ihr auch eingeben bei Wikipedia und so weiter, wo sie dann verwendet wurde und so weiter. Mache ich jetzt hier nicht. Riemenösen, ist klar, vorne und hinten aus Metall. Sieht gut aus. Das Magazin beinhaltet, hat eine Kapazität, sagen wir es mal besser so, von 30 Schuss. Ist also ein einreihiges Magazin. Zum Vergleich, im nächsten Video hole ich mal meine MP40 ran. Die hat, was hat die, 100 Schuss, glaube ich, ne? Ja, 100 Schuss in einem Magazin und das ist zweireich. Das hier aber einreich mit 30 Schuss. So, jetzt mal von der anderen Seite die Geschichte. Mal den Schatten ausnutzen, mal nah rangehen. Also hat um etwas schon Used Look hier, kann man sehen. Hier die Kimme. Oh, das Ding ist schwer. Muss ich festhalten hier. Ja, ist schwer. Oh. Ja, also es ist jetzt nicht so ein billig Leichtteil. Hier nochmal der Feuerwehrhebel. Der lässt sich leider nicht bewegen auf Full Auto. Dann hier die Sicherung. Gesichert. Entsichert. Hier nochmal. Der Hebel, um das Magazin entfernen zu können. Auswurfhebel. Also auswerfen tut er nichts. Also hilft nicht beim Auswurf. Muss man schon rausnehmen. Und wie schon gesagt, die Lochkimme. Sekunde mal. Also hier unten rechts. Die Lochkimme. Kann man allerdings auch nicht klappen, so wie ich es gesehen habe. Und jetzt kommt zum Schluss der Clou Schubidu. Das ist aber allerdings leider nicht auf meinem Mist gewachsen. Ich zeige euch da mal kurz was. Sekunde. Kann die Waffe nämlich auch halbwegs zerlegen. So, und zwar ist hier am Ende des Verschlusses, hier unten unterhalb des Verschlusses, ein Drückknopf. Hört ihr? So, und wenn man den drückt, kann man normalerweise, ich habe es im Video gesehen, das war aus Russland oder aus Polen, irgendwoher, kann man hier diesen hinteren Verschluss, den sogenannten Upper, hochziehen. Ist mir bisher noch nicht gelungen. Also hier dieses Teil. Hier in diesem Repetierer ist ein Kreuzschlitzschraube drin. Und dieses runde Teil, diesen Repetiererhebel, diesen Repetierhebel, kann man also quasi abnehmen dann. So, und dann lässt sich also hier der Upper komplett lösen. Ich habe das in einem Video gesehen. Ich werde es mal versuchen, euch zu demonstrieren. Und ja, vielleicht kriege ich es hin. Ich habe also da auch den Code24 um Erlaubnis gefragt, darf ich machen. Ja, zum Verbrauch, hier unten ist im Übrigen noch die Schraube, wo die CO2-Kapsel reinkommen, zwei CO2-Kapseln. Also diese
Sachen kennt ihr ja von der MP40 mit dem CO2-Magazin. Hoffentlich bläst es nicht ab. Aber ich werde es entsprechend, ich habe nämlich nur eins. Wenn das abbläst, kann ich das erstmal wieder zum Kurs zurückschicken. Aber wie schon gesagt, ich glaube, es geht alles so richtig. Ich erwärme das etwas mit dem Föhn, die Geschichte, und dann klappt das zumeist. Ja, zur Funktion der Waffe, zur Chronimessung, Chronomessung und so weiter, kommt dann später etwas. Die einzige Problematik bei der Waffe, die ich bei der Waffe sehe, ist, dass sie eben halt eine starre Visierung hat. Heißt, ich muss die richtigen BBs für sie finden, die mittig gehen. Umweich-Stahl-BBs, vielleicht gehen die mittig, keine Ahnung. Wenn nicht, H&K oder verkupferte oder verzinkte oder was ich alles gibt. Oder eben halt Bleikugeln, verkupferte Bleikugeln. Das weiß ich aber noch nicht, ob Bleikugeln in diesem Magazin gehen. In dem Magazin von der MP40, das ja den gleichen Aufbau hat, aber eben halt zweireich ist, hat das mit den Bleikugeln leider nicht funktioniert. Gut, das ist gehört jetzt alles zum zweiten und dritten Teil zu dem Video. Im zweiten Teil werde ich die Waffe auch schießen. So auf, weiß ich nicht, 10 Meter. Und dann werden wir mal schauen, was die Kleine, was die Gutze so alles kann. Ja, ich bin nicht mehr so der Freund von Stahl-BB-Waffen, aber ich finde die ganz schick, muss ich ganz ehrlich sagen. So, BPU, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Hier oben ist meine Kamera, mein neues Handy, Samsung A71. Ja, muss ich mal sehen. Ich habe das jetzt ein bisschen umgestellt, das stand erst irgendwie falsch, und jetzt habe ich einen größeren Bildschirm, 16:9. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, die Waffe, wie schon gesagt, spricht mich sehr wohl an. Scheint bis auf den Griff alles sehr gut und stabil zu sein. Ja, den Rest werden wir jetzt im Langzeittest erstmal sehen. Ja, nochmal recht herzlichen Dank an Kurt24, Mustafa, für die schnelle Lieferung. Ja, was gibt's noch zu sagen? Bitte guckt euch die nächsten Teile an. Das ist jetzt quasi ein sogenanntes Unboxing, und weil ich dieses Unboxing nicht mag, habe ich es eben halt, mache ich es immer so, mit einem kleinen Vorstellungsgespräch und mit einem kleinen Überblick über die Waffe. So, Leute. Oh, es ist kalt. Guti, dann macht's gut. Bis später mal. Euer Nobby. Tschüdelö. Waffenpassion United. Das unabhängige Fachforum und die Testplattform für freie Waffen. Langzeittests. CO2. Pressluft. Federdruck. SSW. Technik und Diskussionen. Projektiltests. Videos. Vergleichstests und Daten. Jetzt anmelden unter www.waffenpassionunited-wbu.com. Hallo BPU, ja, ein bisschen Werbung muss sein. Danke nochmal an Olja für den schönen Trailer. Der ist bei uns im Forum ein Moderator. So, jetzt kommen wir zur Umarex M1A1. Tommy Gun auch genannt. Das Intro-Video wurde leider mit einer Altersbeschränkung versehen von YouTube. Kann ich gar nichts gegen machen. Die Klickzahlen waren auch nicht besonders hoch. Weil eben halt nur noch Leute, die bei YouTube registriert sind, dieses Video schauen können. Leute, die also jetzt von außen nach YouTube rein möchten, konnten das also leider nicht sehen. So, ich wiederhole jetzt noch mal ein paar Sachen aus dem Intro-Video hier nochmal. Ich hoffe, dass dieses Video nicht mit Altersbeschränkung von YouTube versehen wird. Ich werde sehen. Die Waffe kommt von Kurt24, Waffenhandel Recklinghausen. Recht lieben Dank. Ich werde seine Online-Seite hier unten in der Description-Box verlinken. Nochmal, wie schon gesagt, recht herzlichen Dank.
schauen wir uns erstmal die Waffe an. Die hat jetzt mittlerweile über 1000 Schuss runter und ja, ohne Probleme, muss ich sagen. Man hat mit ihr auch, oder man, ja, man hat mit ihr eine sehr schnelle Schussfolge, weil also der ihr Abzug also recht ordentlich geht. Ist also jetzt nicht besonders hakelig und auch nicht schwer. Man kann also definitiv damit sehr, sehr schnell schießen. Auf jeden Fall ist der Abzug besser als bei der, als von der MP40, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich zoome das mal ran. Ja, hier hinten ist ein, ja, wie soll man sagen, ein Plastikschaft. Ja, wie soll man sagen, sieht sehr nach Holz aus, ist wirklich so. Sieht also absolut authentisch aus. Schaftkappe ist auch irgendwie so metallisch Plastik. Der Upper hier, der Verschluss also, ist also sehr, sehr aus Metall, also sehr massiv auch gebaut, sowie der Laufmantel und auch hier das Griffstück. Das Griffstück lässt sich ein bisschen minimal hin und her bewegen, zeige ich euch gleich nochmal, ist aber noch im Rahmen einer Toleranz. Hier vorne ist hier Semi-Automatik, kann man hier also einstellen, oder vielmehr kann man nicht einstellen, steht auch Semi-Automatik, dreht man das Ding rum, was aber nicht geht, in der deutschen Version hat man Full-Auto. Und hier ist die Sicherung. Das Magazin ist zu entfernen, durch einen Magazinhebellöser, sagen wir mal so, und zieht ihn nach oben und dann geht es ein bisschen schwierig vor der Kamera. Sekunde, so, da haben wir das Magazin raus, wie ihr seht, hier ist eine Nut und hier vorne das Pendant dazu, hier könnt ihr sehen, und das wird dann hier arretiert und dann zack reingeschoben und dann mit einem kräftigen Wumms und das Magazin arretiert das Magazin. Das Magazin selber hat 30 Schuss, 2x12 Gramm Kapseln drin, werden hier unten durch die Schraube arretiert, kommen da rein, kennt ihr ja. Und leider ist es auch wieder hier so, dass die Zuführung, also das Beladen des Magazins, wieder nur über den Fingernagel geht. Ja, tut also ein bisschen aua. Hätte man also besser lösen können. Mit dem Magazin macht man so um die 100, 110 Schuss mit 2x12 Gramm Kapsel. Ja, lange Waffe vor, vor der Kamera ist immer ein bisschen blöd. Also hier die Sicherung, kann man so nach hinten, zack, dann tut sie auch nichts mehr. Ja, und wieder nach vorne. Moment, so jetzt ist er fest. Der Abzug wieder nach vorne. So, der wackelt hier zwar ein bisschen, dieser Feuerwahlhebel, aber wie schon gesagt, bleibt nur hinten, kann man nicht drehen. Ja, hier nochmal von der Seite. Starre Visierung, starres Korn, starre Kimme. Zur Kimme komme ich jetzt nochmal kurz. Sekunde. So, bei der Kimme handelt es sich um eine Lochkimme. Können wir mal sehen. So. Ups. Ja, heute. Wo ist er? Da ist er. So. Loch, seht ihr da? So. Und da oben gibt es sogar noch einen Kimmenausschnitt. Ja. Da gehen die Schüsse höher. Die ist aber auch starr. Ja, die hat ein bisschen Linksversatz nach unten. Die M1A1, vielleicht kann man hier an dem Kimmenbalken, sage ich mal dazu, den ein bisschen mit der Zange drehen, minimals, dann dürfte es schon halbwegs passen. Ich kann da jetzt nicht dran gehen, ist eine Testwaffe, die mir nicht gehört. Beim Korn, da ist so ein Splint drin. Vielleicht kann man es sehen, Sekunde, ich habe hier Probleme mit der Kamera. Da ist ein Splint drin, ja. Seht ihr, vielleicht kann man den entfernen und dann das Korn
nach links oder nach rechts drehen. Will ich aber auch nicht dran gehen, weil, wie schon gesagt, die Waffe gehört mir nicht. Es gibt da vielleicht Einstellungsmöglichkeiten. Das vordere Stück hier vom Vorderschaft scheint mir aus Holz zu sein. Ich will es jetzt nicht beschwören. Na, ich weiß es nicht, aber ja, kann sein. Wobei eben halt das Griffstück selber hier und der Hinterschaft aus Plastik sind. Rechts der Waffe haben wir hier den Repetiteur und eine schöne Blowback-Funktion auch. Hat man ja gerade im Intro-Video gesehen. Also wunderbar gemacht auch. Beim Abzugsverhalten hier selber sieht man das ja. Leichter Vorzugsweg. Und dann wirklich wunderbar leicht. Der Druckpunkt ist also wunderbar leicht zu überwinden. So, nochmal. Ja, einwandfrei. Läuft. So, vorne und hinten metallische Riemenösen. Ja, und was hier rechtzeitig der Waffe ist, ist alles nur Fake. Hat also keine Funktion. Und man kann, wenn man vorne aufs Magazin schaut, auch sehen, wie viel Schuss man noch hat. Mal sehen, ob ich zu dem Griffstück noch was sagen kann. Es verbiegt sich leicht. Sekunde. Wenn man hier ein bisschen drauf achtet, wenn ihr hier ein bisschen achtet darauf, ist da so ein bisschen Bewegung drin. Ist aber recht minimal. Ja, seht ihr vielleicht. Aber gut, das ist jetzt hier wirklich nicht der Rede wert. So, das war es an sich das Wesentliche zu der Waffe. Chronitest kommt gleich. Vorher kommt Zerstörung. Dann 8 Meter sind hinten am roten Tisch. Auf 8 Meter auf die Weinpulle. Ich hoffe, die Kamera kriegt nichts ab. Ich habe auch nicht mehr viel CO2 im Magazin. Na, dann schauen wir mal. Stahlbabys. Maui, Maui, Maui. Sieht gut aus. Wird dann gleich der Müll entsorgt. Ist auch ein Tipp für Leute, die gerne was zerstören. Einfach eine Plastiktüte. Gibt's keine Sauerei oder kaum Sauerei. Ja, hat's auch gut gemacht. So, kommen wir jetzt zum Chronitest. Ich habe das Magazin geladen. Das ist handwarm von der Heizung. Oh. Das kann am Anfang ein bisschen stärker sein, die Joulezahl, aber gucken wir mal. Ich habe die Umarex Stahl-BB 0,35 angegeben. Ach Mann, was mache ich denn jetzt hier? Sekunde. So, nochmal 0,35. Ich hoffe, man kann es in der Kamera sehen. So, dann gucken wir mal. Kommt das Magazin da jetzt rein in die Waffe? Ich habe es im warmen Haus bei 20 Grad gemessen, hatte die Waffe 3,5 Joule, also 3,5 Joule. So, repetiere einmal vom ersten Schuss, ist wichtig. Mal gucken, Probeschuss, ja geht. So, erster Schuss, 3,6, ja, 3,6, 3,4. 3,4, 3,5, 3,4, 3,5, ja,
Ist also konstant bei, ja, sagen wir mal 3,5. Bei mehr Schüssen ist es dann hintereinander, geht es dann runter auf 2,9 ungefähr und bleibt dann da stehen. Jetzt gehen doch tatsächlich die Sirenen an mitten im Video. Ich will es ja nicht glauben. So, ich habe die Waffe auch mit anderen Diablos geschossen, verkupfert, verbleit, verzinkt, vermessingt und was ich alles. Also da muss ich sagen, was die Präzision angeht, geht sie immer nach links unten. Da ist nichts zu machen. Okay, kommen wir jetzt zum Präzisionstest. So, jetzt ein kleines Präzisionsschießen mit verkupferten Bleirundkugeln in 4,4 mm. Also Bleirundkugeln verkupfert auf 8 Metern. So, schauen wir mal erst. Scheibe ist recht groß. Also ich mache erstmal ein paar Orientierungsschüsse, weil sie ein bisschen nach unten links geht. Deshalb ein paar Orientierungsschüsse. Schauen wir mal. Jo. Ja, wie schon gesagt, geht nach unten links. Ja, ich habe es freistehend geschossen, aufgelegt. Ist das hier der Streukreis etwas kleiner. Also sie ist also recht präzise. Ne, auf 8 bis 10 Metern doch echtes Pfannengerät. Und auch wirklich präzise. Kommt also der Präzision der DPMS von Crossman doch sehr, sehr nah, muss ich sagen. Die tun sich da nicht viel. Die Crossman DPMS ist ja schon recht präzise. Und die MP40 auch. Also das passt schon. So, WPU, das soll es erstmal gewesen sein. 3,5 Joule, 3,4, 3,3 konstant. Die Waffe läuft störungsfrei. Ich habe da keine Probleme mit. Das einzige Manko ist eben halt die Schüsse nach unten links. Aber wie schon gesagt, man kann das wahrscheinlich korrigieren. Ja, das soll es gewesen sein. Danke nochmal an Kurt24. Ja, bis dann. Euer Nobby. Tschüss.